German 4. Deutschland 4. Ja, vielen Dank, Graf. Ein Freund, den ich selber fragen kann, fragt über die Absicht. Kommt die Absicht von uns und wie wird die Absicht korrigiert? Die Absicht korrigiert sich. Die Absicht macht alles, was alles, weil alles von dem Verlangen abhängig ist. Und die Spitze der Verlangen, das ist die Absicht. Okay. Wie wird das dann korrigiert, Raf? Weil die Absicht die Richtung zeigt, in die der Mensch sich entwickeln will, und deswegen bringt es ihn zu einer richtigen Klärung. Und von dieser richtigen Klärung kommt er dann zur richtigen Korrektur. Wir haben gestern Abend im Zehner zusammen gesessen. Und da ist viel Unklarheit über die Absicht gewesen, woher sie kommt. Und jeder hatte so scheinbar eine andere Vorstellung darüber, sodass wir beinahe gestritten haben. Und deswegen fragen wir sie auch nochmal, wie verhält man sich denn im Zehner, wenn dann verschiedene Anschauungen sind? Das ist gut, dass es Unterschiede gibt in den Ansichten, weil dann es uns klarer wird, was zu tun ist, damit die Resultate in eine Richtung gehen. Oder wen folgt man dann? Das passiert in den Handlungen, wenn alle Sünden die Liebe bedeckt, all die Widersprüche, all die verschiedenen Richtungen und so weiter. Über diesen muss die Liebe herrschen, sie muss alles bedecken. Das ist gut, dass wir so unterschiedlich sind, weil gerade in diesen Unterschieden zwischen uns können wir mit diesem einem Ziel verbunden sein und dieses Ziel dann auch letzten Endes erreichen, weil das Ziel uns alle in sich einschließt. Ich nicht mehr einmische mit meinem Verstand und Recht haben will. Also, dass ich einfach aufhöre. Nein, wenn ihr den Schöpfer bittet, dass er euch die Lösung bringt und nicht, dass jeder sich komplett annullieren will. Was kommt dabei heraus? Dass ihr euch selber runtermacht? Nein. Im Gegenteil. Jeder hält an seiner Meinung fest und inwieweit er fühlt, dass er Recht hat, umso mehr denkt er, dass er Recht hat. Und ihr bekommt von oben die Kraft, euer Ego zu annullieren und einverstanden zu sein, sich mit dem anderen zu verbinden. Über diesen all den Dingen hinweg und dann seht ihr, dass all die Sünden die Liebe bedeckt. Inwieweit ihr eine neue Eigenschaft erwirbt, wenn es diesen großen Hass gibt und große Vergehen gibt und darüber die Liebe, so wie das über die Schüler von Rabbi Shimon heißt, dass als sie zu der Liebe kommen, bevor sie dazu kommen, will der eine den anderen umbringen. Das heißt, dieser, der allergrößte Abiyut, zusammen damit haben sie auch die Errungenschaft der allergrößten Liebe. Danke.
USA Nordwest.